So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Elex. So, noch eine Kleinigkeit, bevor wir jetzt hier weitermachen. Ich habe jetzt mal den auf Controller umgestellt. Und ich will es mal probieren, wie sich das so spielt. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe noch ein bisschen an der Grafik rumgeschraubt, noch ein paar Kleinigkeiten optimiert. Und ich glaube, dass es jetzt wirklich optimal ist. Und ich habe noch eine gute Nachricht für alle. Ich habe jetzt ein Glück, ein bisschen mehr Zeit. Und das heißt, wir können endlich 30 Minuten Folgen machen. Na, also so ungefähr 25, 30 Minuten Folgen ab sofort. So, ja, mal gucken, wie sich hier so steuert. Ja, eigentlich relativ gut. Wie geht denn das Inventar auf? Mit Select. Wie Technik stecken lassen? Was? Ach so. Der mag das nicht, dass ich mein Inventar aufrufe. Guck mal, was ich Tolles kann. Okay. Wie kann ich hier steuern? Aha. Geht's dann so? RB, LB, das ist das hier. Ah, wir haben sogar eine Karte. Okay, LT, können wir ein bisschen zoomen. Okay, ja, ich muss aber kurz ein bisschen probieren, warte mal. Waffe ziehen ist dann wohl, also Bogen ist dann hier. Die Waffe ist hier. Und angreifen, wie geht denn angreifen? Ah, okay. Gut, naja, lassen wir uns mal überraschen. So, wollen wir jetzt schon da reingehen oder wollen wir lieber nochmal eine Runde erkunden? Ich glaube, wir gehen nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ich würde gerne mal hier unten gucken, wo die hinlatschen. Was ist denn hier? Eine Müllhalde? Schmeißen sie wohl ihren Kram runter oder was? Aber ich kann hier nichts. Ah doch, hier. Ein Setzerbrot. Kann ich das einfach so nehmen? Ja, das stört hier keinen. Gut. Hier ist ein kleines Türmchen oder Häuschen. Jetzt kann ich natürlich gar nicht mehr richtig speichern, ne? Oder warte mal, normalerweise müsste Tastatur trotzdem noch gehen. Ja, Tastatur geht trotzdem, also kann ich auf F8 drücken. Ja, ist ein bisschen komisch, aber sicher ist sicher. Ein Dietrich. Und eine Anleitung. So, was liegt hier? Nichts weiter. Außer jetzt hatte ich eine Mütze auf. Dem Licht hier. So. Was ist denn hier hinter dem Haus? Da ist bestimmt irgendwas versteckt. Hä? Piranha Bytes, ich kenne euch doch. Eine Kante. Na gut. Hätte ja sein können, dass da was Cooles ist, aber irgendwie nicht so. Oh, was ist das denn? Das sieht da schick aus. So eine Art Hintereingang wahrscheinlich. Hallo. Wer bist du denn? Verschwinde von hier. Du hast hier nichts verloren. Hä, selber nichts verloren. Ich gehe weiter zur Not über deine Leiche. Kampf 2. Kampf 2? Ich habe Kampf 1 gemacht. Was ist denn hier? Was ist das hier? Das hier ist der Schlund. Hier bringen wir alle Maschinen hin, aus denen wir das Elex extrahiert haben. Aber auch sämtliche andere Technik, die in Goliath verboten ist, wird hierher gebracht. Und jetzt verschwinde! Da muss ich rein. Technik, die verboten ist. Das klingt so interessant. Warte mal, wie kann ich denn springen? Ah, X, okay. X ist springen. Ah, wunderbar. Vielleicht können wir uns irgendwie reinschleichen, hm? Warte mal, das will ich mal kurz probieren. Wir haben ja ein Jetpack, also wir könnten wahrscheinlich sogar. Ich speichere mal. Ich probiere das einfach mal. Nein! Aber gut, wir leben noch. Entweder war da jetzt eine unsichtbare Kante oder ich war so doof. Warte mal, nochmal kurz probieren. So. Ich meine, ne, wenn man schon ein Jetpack hat, dann sollte man es auch mal benutzen. So, voll geladen. Los, rüber mit dir. Haha, ich bin im Lager. So. Frage ist, stört ihn das? Offenbar nicht. Ist noch jemand? Nö. Liegt ein Haufen Kram rum. Hier kommt doch bestimmt irgendwas Cooles. Analyse. Systemfehler. Crony U4. Hallo. Crony. Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Das klingt aber nicht sehr nett. Tja. 8% also? Tja, dann hast du mich ja ziemlich schnell aufgegeben. Neuberechnung.
Überlebenswahrscheinlichkeit? Keine Abweichung erkannt. Schon gut, lassen wir das. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Tja, unsere kleine Drohne scheint ganz schön im Eimer zu sein, hä? Na dann hau mal raus. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserker-Abwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Ja, offenbar negativ. Ja, das ist eine gute Idee, aber erstmal fragen wir ihn noch was. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders. Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Okay. Sollen wir ihm das sagen? Ja gut, wir sind ja eigentlich sein Commander, ne? Na komm. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Offenbar. So, na gut. Dann starten wir mal das Wartungsprotokoll. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73. Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Mission Wartungsprotokoll. Okay. Das heißt, wir können jetzt... Der kann jetzt einfach da rausspazieren? Ernsthaft? Warte mal, das will ich sehen. Lalala, ich bin ein Stück Technologie und ich fliege einfach mal an der Wache dran vorbei. Natürlich. Und die Wache steht da. Oh, ich sehe nichts. Nein, nein, nein. Ich mache nur meine Arbeit. Mindestlohn. Warum soll ich mich dann mehr anstrengen? Na gut, was? Antitoxina, ha? Okay. Elixid. Metallschrott. Warte mal, da steht verboten dran. Ah, wahrscheinlich, weil das, verboten ist. Ja gut, wahrscheinlich, weil das hier irgendwie zum Diebstahl gehört. Aber im Endeffekt, das ist doch hier so ein Schrottplatz quasi. Kann ich doch einfach mal zugreifen, ne? Die hauen es doch eh weg oder verbrennen das oder machen es kaputt. Ich nehme einfach mal alles, was hier rumliegt. Antitoxin, was ist das da unten auf dem Boden? Eine Drohnenkontrolle. Okay. Bewegungssensor. Abgeschlossen, Energie. Okay, ich habe keine Ahnung. Da war gerade irgendwas. Ne, das waren nur ein paar Umgehungsgeräusche. Ich nehme einfach alles, was hier rumliegt. Was soll's, ne? Ehe es verkommt. Na, da liegt noch was. Elixid. Noch extra hier reingeschlichen, ne? So. Noch ein Antitoxin. Alles mitnehmen. Guck mal, hier liegt noch Gold, oder? Ist das Gold? Ein Goldbrocken, ja. Siehst du? Mein Adlerauge, dem entgeht nichts. So, was ist denn hier? Hier ist noch ein dicker Baum. Ah, ich mag es einfach mal so ein bisschen sich zu erkunden, ein bisschen umzusehen. Da lernt man auch viel, viel besser die ganze Welt kennen. Mit Controller geht es auch echt ganz gut, muss ich sagen. Gar nicht mal so übel. So. Hier liegen irgendwelche Triebwerksreste oder sowas. Da kann ich nur draufklettern. Das will ich aber nicht.
Tja, ich denke mal, wir haben alles, oder? Haben wir irgendwas übersehen? Nein. Nein, das sieht gut aus. Hier die alten Karren. Ungefähr so ähnlich muss es auch in Detroit aussehen aktuell. So, irgendwie so. So, na gut. Ich würde ja gerne nochmal in das Haus. Warte mal, ich speichere nochmal eben. So. War doof, dass ich mal auf die Tastatur gehen muss, aber naja, egal. Ich entscheide mich dann später, ob wir bei Tastatur und Maus bleiben oder auf Controller umwechseln. Ich will halt mal beides probiert haben. So, kann ich denn hier... Was ist das denn? B? Warte mal. B ist ein Rückschritt. Okay, was ist Y? Gar nichts. Okay, was ist, wenn ich das hier gedrückt halte? Dann kann ich sprinten. Okay. Ich würde gerne langsam laufen oder schleichen. Oh, das ist sicherlich nicht sehr leise gewesen. Achso, das sind die Kamera. Ah, okay. Bei der beim Controller kann man die Kameraperspektive nicht so flüssig gehen, sondern man kann quasi durchschalten. Das ist die normale. Das ist weiter weg und das ist nah. Ja gut, dann bleiben wir einfach mal so. Ach, na klar, ich kann ja auch so langsam laufen, ne? Ich alter Konsolen, nicht Freak. So, Energiespeicher. Nehmen wir alles mit hier. Ob das irgendwelche moralischen Auswirkungen hat, wenn wir hier Sachen klauen und das verboten ist? Wo sind die... Was war das denn? Ist da wer? Ein kleines Lämpchen. Wo ist denn die Wache? Warte mal. Ah ja, der ist gleich da hinten. Kann ich denn hier hochklettern? Ja, kann ich. Konnte ich? Jetzt kann ich. So, lalalala. Wollen wir hier das Jetpack ein bisschen genauer angucken. Ah, sieht nicht so eindrucksvoll aus. Vielleicht können wir das noch ein bisschen pimpen später. So, hier oben ist auch keiner. Ah, guck mal hier, Pfeile, das ist sehr, sehr gut. Ausgezeichnet. Und die sind komischerweise nicht verboten zu klauen. Ja, nee, ist klar. So, okay. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt kann ich natürlich nochmal hier hochklettern oder auch nicht. Ja, na gut. Ja, da unten ist die Wache immer noch. Können wir auf den Kopf spucken. Puh. So, na gut. Dann gehen wir mal. Warte mal, ich... Kann ich hier hoch? Kann ich hier raus vielleicht? Oh Gott. Ah, so. Okay, ja, das hat doch ganz gut funktioniert. Ist echt cool mit so einem Jetpack. Also das muss ich schon mal sagen, das gefällt mir ausgesprochen gut. Und du kannst einfach überall hin, wo du hin willst. Hui, oh. Na gut, fast überall. Also da, wo man stehen kann zumindest. So. Was macht man jetzt? Wir können so viele coole Sachen machen mit so einem Jetpack. Wir können da hochgehen. Warte, ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Sieht eher aus wie so eine normale Klippe. Oder ich speichere nochmal eben. Zack. Die Frage, ob wir überhaupt da hochkommen? Ja doch, kommen wir. So. Aber hier ist leider... Aua. Ja gut, dafür lade ich es nicht neu. Was soll's? Okay, also das ist wirklich nur so eine Kante da oben. Ah, ich will irgendwie auf jede Kante fliegen. Das ist voll super. Vor allem, wenn man vorher Risen 1 oder Risen 2 gespielt hat oder auch mal Gothic, wo du halt immer so gedacht hast, Mensch, da jetzt mal eine Runde fliegen oder so. Ich meine, gut, es gab zwar dieses Levitieren, aber das ist halt nicht dasselbe, ne? Weil du kommst halt nicht nach oben. Ich glaube, in Risen 3 gibt es einen Papagei, aber der kann auch nicht wirklich fliegen. Naja, egal. Wir haben uns noch ein bisschen umgesehen. Die Frage ist jetzt, warte mal, ich speichere nochmal. Hat der das gemerkt? Ich muss ein bisschen herausfinden, wie das Spiel hier funktioniert. Boah, ekelhaft, du Schwein, du. Verschwinde! Unbefugten ist der Zutritt zum Schlund verboten. Ja, da war ich ja eh schon, ne? Aber das muss man ihm ja nicht sagen. Was weiß der schon? So. War ich denn hier schon drin? Glaube nicht, ne? Was ist denn hier Feines? Oder? Doch, doch, hier war ich schon, ne? Hier war der Dietrich und so Zeug. Aber da oben war ich nicht. Da bin ich nicht hochgeklettert. Das können wir jetzt nochmal nachholen. Ding, 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 ding. Tucker, 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 tucker. Ah, was für ein Licht. So, ja, schöne Aussicht wieder mal, aber leider... Doch, da! Pfeile! Alle Pfeile, die wir nehmen können, nehmen wir auch mit. So. Okay. Was liegt da?
Ein Mana-Trank und eine Zigarettenpackung. Natürlich. Auch das nehmen wir mit. Mal so ein Pfeil müsstet ihr mal einspannen können in den Bogen. Alter Schwede. So, da hinten liegt aber nichts mehr. Ich frage mich gerade, wenn die Berserker so gegen Technologie sind, ne? Was ist denn dann mit dem Jetpack? Lass die Technik lieber stecken. Hallo. Ich bin ein Engel, ich fliege über dir und schütze dich. Und dann lande ich auf dir drauf. Na gut. Der alte Werker. Hans Werker. So. Na komm, dann gehen wir jetzt mal rein in die Base von diesen Berserkern. Ich darf doch rein, ne? Ja, hatte er noch irgendwas, was wir letzte Folge noch machen, ne? Genau, wir fragen ihn noch ein paar Kleinigkeiten, ne? Gehört ja dazu beim Rollenspiel, mit jedem NPC zu sprechen, der irgendwas zu sagen hat. Feuer frei. Wer führt diese Stadt im Moment? Du solltest mir besser zuhören. Das habe ich dir doch schon erzählt. Solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist, hat Ragnar, der Oberste der Warlords, die Führung übernommen. Seine Behausung ist nicht zu übersehen. Er wohnt, naja, sagen wir mal, recht eigenwillig. Vielleicht hast du auch Glück und begegnest ihm im unteren Viertel. Dort sieht er oft nach dem Rechten. Aber verscherz es dir nicht mit ihm. Er fackelt nicht lange. Schon kapiert. Gut. Denn er ist es auch, der darüber entscheidet, ob jemand bei uns aufgenommen wird. Also bau keinen Mist und halte dich an die Gesetze. Okay. Meister Thorald ist also nicht in der Stadt. Nein, er ist jetzt Pilger im Zeichen der Menschen von Edan und hat wichtige Dinge außerhalb dieser Mauern zu erledigen. Er wird wiederkommen, sobald seine Mission erfolgreich ist. Bis dahin hat Warlord Ragnar von ihm die Befehlsgewalt über Goliath übertragen bekommen. Ja, sagtest du bereits. Ja, ich wollte noch auf Nummer sicher gehen, ne? Übrigens. Goliath ist stark befestigt. Natürlich ist es das. Hier drin bist du sicher. Auch wenn sich unsere Clans manchmal uneinig sind, so bilden wir doch zusammen ein Bollwerk gegen die Bedrohung der emotionslosen Alps da draußen. Also, kann ich hier irgendwo unterkommen? Du meinst, ob wir ein freies Bett für dich haben? Sieh dich auf der unteren Ebene um. In der Nähe der Taverne oder bei den Setzern findet sich sicher ein Platz. Aber in fremden Häusern hast du nichts zu suchen. Machst du hier lange Finger, musst du dich dafür vor unseren Warlords verantworten. Und was machen die da mit mir? Wahrscheinlich rausschmeißen oder verprügeln. So, na komm, dann fragen wir ihn das hier auch nochmal. Ich weiß noch gar nicht, was sind denn Splitter? Elex-Splitter? Ist es hier so eine Art Währung? Warte mal. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit deiner Waffe umgehen? Ich komme zurecht. Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Okay, ja, das ist eine gute Frage. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Okay. Hätte nicht erwartet, dass ein Goliath auch mit Splittern bezahlt wird. Ja, womit denn sonst? Nö, komm. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. Ist wahrscheinlich einfach so eine Universalwährung, diese Elex-Splitter. Warte mal, Inventar. Das wollte ich gar nicht. Warte mal, wie war das wegstecken? Ah, so. Entschuldigung. Stärke, genau. Skillen kommen nachher. Ich würde gerne. Ah, genau. Elex-Sieg 264. Das ist die Währung. Was sind denn dann Splitter? Rüstung. Werkzeuge. Warte mal, ich muss ein bisschen hier mich kurz mal orientieren. Reines Elex. Aha, Resistenzfrost plus 50, okay. Goldbrocken. Aber Splitter sehe ich hier keine. Vielleicht meine damit dieses Elex sieht. Na gut. Gehen wir mal hier lang durch diese schöne moosbewachsene Treppe.
und sehen die erste Setzerin. Hallo, möchtest du dich vielleicht setzen? Ich habe gerade keine Zeit für dich. Oh, das ist aber schade. Mhm. Schöne Knarre hat sie. Ist das so eine Laserknarre oder ist das normale? Oh, die rotzt an auf dem Boden. Ekelhaft sowas. So ein Benehmen hier. Na gut, sind halt Berserker, ne? Was willst du machen? Unerziehbar. Dieses Volk. Eine mächtige Mana-Pflanze. Ah, dieses Wasser. Oh, ich gehe mal kurz baden. Ah. Schön. So, na gut. Das sieht aber auch toll aus hier. Was ist denn das hier? Ach so, ein Rohr. Okay, hier kann ich nicht durch. Dann gehen wir... Warte mal, da war was. Ah, ja. Ein Wiesenkraut. Auf der Wiesen ist ein Wiesenkraut. Oh, noch mehr Pflänzlis. Ich denke mal, Pflanzen nehmen ist so wie immer bei Piranha-Bytes-Spielen, darf man einfach zugreifen. Irgendwer pflanzt die wahrscheinlich immer an. Und hier sind ein paar Pfeile. Zack. Ah, so. Ah, ist das schön. Warte mal, da kann ich noch mal ein bisschen rauszoomen. Wie war das gerade? Ah ja, so. Hm. Ja, doch, das hat schon was. Es ist schon geil. Es ist schon sehr, sehr geil. So, noch ein Wiesenkraut. Nehmen wir mit. Ich gucke mir erstmal hier alles in Ruhe an. Können wir uns hinsetzen. So, ich würde gerne wissen, was es mit dem Verboten auf sich hat. Also entweder gibt es irgendwie eine moralische Entscheidung, die wir treffen da, oder das ist nur eine Anzeige dafür, ob wir aufs Maul kriegen, wenn wir dabei erwischt werden. Ne? Hallo, Setzerin. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Was macht denn die? Warte mal, da zoome ich nochmal ran. Nee, warte. Hier wird nicht rumgeschlichen. Was? Würde ich doch niemals tun. Ich und Schleichen, ich weiß gar nicht, wie das geht. Lalala. Warte Gott. Ach, da ist der hin. Was sind das für ekelhafte, bunte Pilze hier im Wasser? Wer bist du denn? Der Eldur. Hallo, Eldur. Hey, du. Bist du der Ersatz? Vielleicht? Warum gibt's hier kein Vielleicht? Na gut. Wovon redest du? Dann bist du's also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Aber vielleicht will ich ja doch helfen. Warte doch mal. Gibt's noch was? Ja? Frage. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Weltenherz. Er hat keine Lust, aber ich frage ihn trotzdem mal. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Vielleicht. Du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Okay. Er hat keine Lust, aber wir fragen einfach gnadenlos weiter. Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Aber... Persönlichkeit 2. Okay. Nicht gut genug. Das kenne ich noch aus Risen 2. Na gut. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. So, aber eine Frage habe ich trotzdem noch. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Naja, ich fühle mich hier relativ sicher eigentlich bis jetzt. Sicherer als draußen. Genau, eben. Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen.
Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Klingt nach einem sehr guten Auftrag für uns. Aber erstmal Frage. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Da hat er gar nicht mal so Unrecht. Mir fällt gerade auf, guck mal, der hat einen voll geilen Bogen, oder? Mit so Knochen dran, so ein bisschen geschwungen. Ich will auch so einen Bogen haben. Ja, wir sind ja diese Piloten, aber wir können mal so ein bisschen umhorchen. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Okay, also er weiß nichts und hat auch nichts gesehen. Gut, ja, ich würde dir helfen, aber Frage? Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Na, egal ist sie mir nicht. Wenn wir uns hier anschließen wollen, vielleicht. Ich weiß es auch noch nicht. Wir tun erstmal so ganz gutgläubig. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Guck mal, wie er lächelt. Oh, das fühlt sich gut an. Kälte gesunken, ja. Ich weiß nicht, ob wir einen auf nett machen oder einen auf Arschloch, aber erstmal sind wir nett. So, dann... Ich werde Alba suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drog an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Okay, geht klar, Meister. So. Setzerin, ja, gucken wir uns dann gleich mal alles an. Erstmal muss ich noch ein bisschen hier mich mit der Landschaft vertraut machen. Wühler kommen also aus dem Boden, ah ja. So, was ist denn da? Uiuiui, das war aber laut. Okay, also man kann mit dem Jetpack auf jeden Fall nicht rumcheaten. Man ist nicht wirklich schneller, man ist sogar langsamer. Finde ich aber gut gebalanced, weil sonst wäre es ein bisschen sehr, sehr krass. Und die Stadt hier ist doch wirklich sehr, sehr groß, muss ich ja mal sagen. Also das ist schon... Oh, warte mal, da war was. Ach, wir müssen wieder nur klettern. So, das sind die ganzen Setzer hier. Ich laufe durch euer Wasser. Lalalala. So. Ich klaue was, und zwar ein Wiesenkraut. Schon beeindruckend, oder? Gut, von da hinten können natürlich Feinde kommen, die können einfach runterspringen oder mit einem Jetpack runterkommen und hier alles platt machen. Aber sonst ist es schon relativ beeindruckend. Setzerbrot. Oh Mann. Ich weiß jetzt schon, wir werden uns in dieser Welt hemmungslos verlaufen. Eieiei. Also wenn schon dieses kleine Dörfchen hier so riesig ist... Ich helfe dir. Warte. Oh Gott. Nein. Ich habe nämlich nicht gespeichert. So, wie kann ich denn hier... Oh Gott. Ah, so geht das. Ah, okay. Bam. Oh, du auch noch hier. Na komm. Nein. Nein. Mit dem Controller ist das nicht so toll. Und es geht auch immer weg hier, das Ding. Mist. Das ist aber doof gemacht, dass es immer weggeht. So. Ja, gern geschehen, Setzer. Erstmal looten wir jetzt hier. So, einmal. Das sind also diese Wühler. Okay, also die kommen hier. Aber die sind nicht aus dem Boden gekommen, ne? Die kamen jetzt hier aus der Höhle raus. So, mit der spreche ich in der nächsten Folge. Warte mal, ich will mal hier dein Vieh looten. Geh weg da. So, jetzt. Zack. Ja, da haben wir doch direkt was zu tun in der nächsten Folge. Ich denke mal. Warte mal ganz kurz. Kam die. Ja, ne? Die kam aus der Höhle hier raus. Ist das eine Höhle? Ja, das ist eine Höhle, aber die ist nicht allzu groß, oder? Nee. Nur so eine kleine Höhle. Eine Eisenader. Kann ich wahrscheinlich noch nichts mitmachen? Nee. Upsala. 0 von 1. Achso, ich habe keine Pfeile mehr.
Ja, na gut, okay. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal hier noch ein bisschen weiter um und reden noch mit ein paar Leuten und versuchen noch ein paar Aufträge entgegenzunehmen, denn wir haben ja jetzt hier auch wieder einfach so einen Auftrag erledigt. So muss das sein. Also, bis gleich.